Peace, hier ist wieder Tanzverbot. Herzlich willkommen zu einem vielleicht für viele sehr unangenehmen Video. Ich für meine Verhältnisse sage mir, dass ich es gut finde, dass ich es jetzt einfach auf diesem Wege probiere. Finde ich voll interessant, Digga. Hab das auf Twitter verfolgt. Die liebe Tanz, die hatte da irgendwie Herzschmerz mit einem Mädchen. Jetzt bin ich gespannt, was da genau abging. Der ist doch einfach ein süßer Knuddelbär, Jungs. Komm, kann ich einfach meine hübsche, korrekte Lady in seine DMs bleiben und den Jungen einfach mal ordentlich die Nudel kauen? Der will doch einfach nur geknuddelt werden, Digga. Ich möchte vorab sagen, dieses Video ist kein Trollvideo. Es ist ein ernst gemeintes Video, auch wenn ihr euch vielleicht darüber lustig macht. Macht euch darüber lustig, das ist mir egal, da stehe ich drüber. Ich will nur von vornherein sagen, dass das ein ernst gemeintes Video ist. Ihr habt das am Titel erkannt. Ich bin auf der Suche nach einer Freundin. Das hört sich vielleicht auch... Ich suche eine Freundin, Punkt. ...ein bisschen verzweifelt an auf diesem Weg. Unter Umständen kann das vielleicht auch der Realität entsprechen, da es mir persönlich sehr schwer fällt, eine Frau kennenzulernen. Ich bin halt ein bisschen bekannter im Internet und beziehungsweise draußen und wir wissen ja alle, wie die moderne Zeit ist. So viele Leute bilden sich dann was drauf ein und Frauen gehen vielleicht mehr auf die Followerzahlen im Internet ab als auf die eigentliche Person und auf sowas lege ich überhaupt keinen Wert. Also das finde ich sehr unattraktiv, wenn jemand so fokussiert ist. Boah, was ey, 500.000 auf Instagram? Boah, krass, ey, 1 Million auf YouTube? Boah, ey, jetzt erzähl mal, wie viel verdienst denn du? Extrem unsympathisch und hatte ich leider schon sehr viel Erfahrung mit gemacht. Deshalb... Muss ich mal Retalk sagen, ich eigentlich gar nicht, Digga. Lass mir immer extrem viel Zeit beim Kennenlernen und ja, keine Ahnung, Digga. Welche Frau fragt sowas? Eine 18-Jährige? 16-Jährige? Nicht meine Zielgruppe, inshallah, Hamburger. Nee, Retalk-Livestream. Hatte ich echt noch nicht. Nutze ich diesen vielleicht komischen Weg, um eine Person zu finden, die vielleicht irgendwann mein Leben beitritt als Freundin. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich hier Menschen anspreche, die sich vielleicht auch schon näher mit mir auseinandergesetzt haben. So, ich bin ja ein sehr offener Mensch. Ich lebe so, wie ihr mich im Internet seht, so bin ich auch im Real Life. Gut, es gibt noch so ein paar Sachen. Da fällt mir ein Twitter-Kommentar ein, ne? Falls der liebe Tanzverbot vielleicht das Video oder die Reaction drauf sieht. Er hat irgendwas getweetet und ich schaue auch immer gerne bei Tweets, wer so was dazu sagt. Da hat einfach ein Mädchen auf seinen Tweet geantwortet, ja, ich hab dir schon im Unge-Livestream geschrieben und in deinen Kommentaren, dass ich mal mit dir gerne ein Date hätte. Ich koche für dich, wir unternehmen was zusammen, aber du antwortest ja nicht. Dann denke ich mir so, alter Mädchen, im Ungespielt-Livestream schreibst du in den Chat, wahrscheinlich hat er das gesehen, oder? Ja, schreib ihm bei Instagram, Mann, was los mit dir? Jetzt nichts Perverses oder so. Nee, aber ihr wisst ja, wie man halt unter Freunden redet, was halt im Internet jetzt nicht so unbedingt was zu tun hat. Aber sonst bin ich generell ein sehr natürlicher Mensch und deswegen kennen mich auch viele Menschen schon so. Also wenn ihr mich irgendwann mal im Real Life seht, werdet ihr keinen Unterschied feststellen oder ich werde auf euch nicht wie ein anderer Mensch wirken. Und das Inscope hätte angenommen wegen dem Gratis-Essen. Darum werfen wir eine Salzbreten, Bruder. Daher liebe ich den Twitch-Chat. Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Digga. ihr seid richtige kleine Wichser, aber ich habe euch einfach lieb, Digga. Ich habe euch einfach lieb, Digga, weil ihr einfach kleine Lümmel seid. Seid einfach Halunken, Alter. Deshalb sehe ich den Wert darin, dass einfach extrem viele Menschen, die dieses Video sehen, bevorzugt Frauen. Ich stehe auf Frauen, leider nicht auf Männer. Tut mir leid. Hey! Die sich einfach mit mir identifizieren können oder vom Verhaltensmuster schon besser analysieren können, dass sie eventuell zusammenpassen würden. So, was meine Hobbys sind und sowas. Wie gesagt, ich lebe ja alles aus. Und ja, ich muss vorab, bevor es weitergeht, muss ich sagen, dass ich bis vor 3 Wochen noch in einer Beziehung war, die auseinandergegangen ist, weil ja es gab halt einen bösen Tag, wo sich schlechte Laune auf schlechte Laune zusammengesetzt hat, kann man das so nennen, ja. Es hat sich schlechte Laune mit schlechte Laune hat sich kombiniert und daraus ist aufeinander getroffen. Schlimmer Tag entstanden, an dem man sich nur angeschrien hat, wo es dann einfach auseinandergegangen ist und ich auch die Sache beendet habe. Letztendlich aber auch der war, der dann rumgeheult hat und dann auch zu ihr gefahren ist. Also ich muss auch sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das spricht nicht für mich, oder? Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und habe auch von den 3 Wochen, einfach real, der Junge, anderthalb Wochen geweint. Wie ein kleines Kind.
Da stehe ich aber zu. So, das ist nun mal eine Charaktereigenschaft von mir bezüglich Beziehungen auf jeden Fall. Also bei Beziehungen bin ich sehr emotional. Bei anderen kann ich auch hart sein. So, ich heule eigentlich auch nicht. Es gibt für mich nichts anderes, wo ich weine. Vielleicht noch bei Familie oder so, wenn es jemandem nicht gut ist. Das nimmt mich natürlich auch emotional mit. Aber sonst gibt es nichts, was mich emotional mitnimmt. Und ja, das wollte ich nur gesagt haben. Ich fühle mich jetzt bereit dafür, so ein Video aufzunehmen, um eventuell jemanden neuen kennenzulernen, denn eine Beziehung ist nicht das Ende des Lebens, es geht weiter. Das haben wir auch beide eingesehen und deswegen bin ich jetzt hier. Was kann ich zu mir sagen? Ich verbringe meine Freizeit sehr gerne im Auto. Ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Autofahrer. Ich bin sehr viel in Deutschland unterwegs. Natürlich auch je nachdem, was halt beziehungstechnisch ist. So, wenn ich natürlich jemanden habe, den ich liebe, dann bin ich nicht immer weg. Aber so ist es natürlich. Also wirklich Retalk, ne? Von seiner Art her. Eine ehrliche Haut, Digga. Ein Knuddelbär. Der hat ein Auto. Der hat Fett Fame. Okay, das ist egal. Aber er hat dadurch einfach finanzielle Freiheit. Ist vom Ort her ungebunden. Er kann quasi, egal welches Mädchen ihn anschreibt, in ganz Deutschland könnte er in ihre Nähe ziehen oder halt immer in ihrer Nähe sein, so mäßig. Ja. Und könnte immer mit ihr was unternehmen zusammen Sport machen, etc. Der, also wenn ich eine Frau wäre, da würde ich attackieren. Ist doch ein Träumchen. Der hat immer Zeit für euch, Ladies. Immer Zeit für euch, der fährt euch rum, der geht mit euch was unternehmen, der lässt sich bekochen, der meckert nicht rum, wenn das Essen mal nicht gut schmeckt, der isst es trotzdem auf. Deshalb, Attacke. Natürlich, wenn man ich komme aus einer Fernbeziehung, möchte ich auch überhaupt nicht nochmal haben. Sie hat sich 700 Kilometer von mir wegbefunden, deswegen ja, konnte ich auch das öfter mal einfach wegfahren überall, weil man hat sich eh nicht ganz so oft gesehen. Ganz klar, möchte ich nicht nochmal haben. So eine Fernbeziehung ist für mich ganz schwer steuerbar und finde ich nicht gut, weil zu einer Beziehung gehört sich einfach regelmäßiger zu sehen, ohne dass man das jetzt stark planen muss. Oh, ich muss jetzt 10 Stunden zu dir fahren oder sowas. Das möchte ich. Mit Leia, Livestream, war ich ja 2,5 Jahre zusammen, hatte ich auch eine Fernbeziehung, ne? Ich habe in Ulm gewohnt und sie Nähe Regensburg. 2,5 Stunden Autofahrt und mit dem Zug 3,5 Stunden, wenn du eine scheiß Verbindung hast, 4 Stunden. Aber wir haben es trotzdem hingekriegt, uns spätestens alle 2 Wochen zu sehen. Also eigentlich haben wir uns so gerade in der Anfangszeit haben wir uns wöchentlich gesehen. Das muss einfach sein. Aber wenn dann wirklich 700 Kilometer oder noch mehr. Und dann kann man sich irgendwie nur einmal im Monat sehen. Boah, Digga. Weiß nicht, wie ihr das seht, Livestream. Ich denke, viele von euch oder halt einige von euch haben auch schon eine Fernbeziehung gehabt oder sind gerade in einer. Einmal im Monat nur zu sehen, ist sehr hart. Ne? Das ist wirklich sehr hart. So wie euer Schwanz dann nach einem Monat kein Sex. Der steht nämlich dieses andere. Zweimal im Monat ist wirklich Minimum. Wenn nicht sogar jede Woche. Ne? Da bin ich wirklich neidisch auf die Pärchen, die in der Nähe wohnen. 20, 30, 40 Minuten voneinander entfernt, dass man auch mal spontan am Abend vorbeikommen kann, bisschen chillen kann und gar nicht übernachten muss, sondern dann fährt wieder der Mann oder die Frau nach Hause. Man kann sich einfach 3-4 Mal die Woche sehen oder sogar täglich, wenn man möchte. Das ist einfach wirklich, das ist ein Geschenk und wisst es zu schätzen, findet da die perfekte Kombination aus Zeit verbringen und Freizeit für euch, Freiraum für euch, dass es nicht in die Brüche geht. Wisst es zu schätzen. Ihr wisst, also die Leute, die das haben, dieses Geschenk, ihr wisst gar nicht, wie hart das ist, wenn man die Person, die man liebt, immer voneinander, ja, von einem weg ist und man nicht einfach mal zack sich sehen kann, auch wegen Pflichten, die man im Real Life hat, ne? Das ist wirklich manchmal nervig. Ja. Verstehe ich nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ, wenn das Menschen mögen, dann sollte er das machen, aber ich würde lieber jemanden in meiner Umgebung haben. Ich komme aus Berlin, Brandenburg. Ja, wie gesagt, ich fahre sehr gerne Autos, ich esse sehr gerne in Restaurants, aber ich glaube, das ist eh etwas Lebensnotwendiges, so dass man das jetzt nicht unbedingt als Hobby ansehen muss, obwohl ich doch ein bisschen mehr Emotionen in Essen reinstecke als vielleicht andere Menschen. Ansonsten verbringe ich halt sehr viel Zeit auf YouTube. Wie bitte? Nochmal. Ich gucke. Ich komme aus Berlin, Brandenburg. Ja, wie gesagt, ich fahre sehr gerne Autos, ich esse sehr gerne in Restaurants, aber ich glaube, das ist eh etwas Lebensnotwendiges, so dass man das jetzt nicht unbedingt als Hobby ansehen muss, obwohl ich doch ein bisschen mehr Emotionen in Essen reinstecke als vielleicht andere Menschen.
Ansonsten verbringe ich halt sehr viel Zeit auf YouTube. Ich gucke sehr gerne Netflix. Allerdings bin ich auch, das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder einige abschrecken, ich bin überhaupt kein Partymensch, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche auch nicht, ich gehe auch nicht in Shisha-Cafés, finde ich übelst unangenehm, kann ich einfach nicht mit sympathisieren. Das ist einfach so, das tut mir leid, da bin ich auch nie reingewachsen, so, weil ich in meiner Jugendzeit auch sehr viel Zeit vom PC verbracht habe. Das kommt auch noch dazu, ich verbringe sehr viel Zeit nebenbei auch einfach am PC, weil es einfach angenehm ist, weil es einfach meine Jugend ist und ich mich da auch wohlfühle in dieser Teamspeak-YouTube-Welt. Und Discord, Bruder, was für Teamspeak? Ja, also für Partys oder sowas bin ich eher schwer zu haben. Ich bin aber auch kein zurückhaltender Mensch. Das kommt noch dazu. Also wenn man sich mit mir auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass ich trotzdem ein Mensch bin, der sehr offen ist und offen auf Leute zugeht. Ich habe kein Problem damit, aber ich bin einfach kein Partygänger. Ich bin jetzt nicht so einer, lass mal ins Soda gehen, schön saufen und so. Habe ich nichts mit. Da fahre ich lieber mit einem Auto irgendwo zur Ostsee und chill dann einfach am Wasser. So, das finde ich irgendwie angenehmer. Ja, was gibt es noch großartig zu mir zu sagen? Ja, ich bin 1,85 groß, wiege gerade ungefähr 110 Kilo, bin noch ziemlich im Übergewicht, kann man so sagen. Also hier, ich kann mich jetzt zeigen, das ist kurz mein Portfolio, so sehe ich gerade aus. Wisst ihr, was ich Tanzverbot holen sollte? Harakash läuft ja bei dir. Grüße gehen raus, Tanzi, falls du das hörst. Hol dir mal bitte so ein Mikrofon, was du hier dir an den Hemdkragen machen kannst, auf professionelle Basis, dass wenn du bei der Cam wegläufst, du trotzdem 1A Sound hast. Das ist kein Akt, Digga. Du startest die Cam-Aufnahme, du machst einmal diesen hier, einen ein Synchronklatscher, Bruder, muss groß. So, und dann tust du das einfach abgleichen, dann hast du das alles in einem. Ja, einmal ein PPG bitte für mich in den Chat. Würde ich feiern, Digga, weil dann ist deine Mic-Qualität auch 1A. Und ich glaube, diese Dinger am Hemdkragen, wenn du da so einen kleinen Plüsch-Pop-Up-Schutz drauf hast, dann ist es sogar nicht wirklich schlimm, wenn es richtig windet, ne? Aber gerade auf dem Weg der Besserung, ich war 4 Monate auf Madeira in Portugal bei Unge. Dort hat sich mein Leben radikal verändert. Davor war ich jeden Tag Fastfood, nur zu Hause sitzen, nichts machen. Also schon im Auto, aber halt auch nur rumsitzen und nichts machen und die ganze Zeit Fastfood in sich reinstecken und nur Essen bestellen und sowas. Das mache ich heute auch noch ab und zu, aber im Großen und Ganzen lege ich meinen Fokus darauf, dass ich meinen Körper endlich mal in eine gesunde Bahn bekomme, dass ich mich gesünder ernähre, weil es mir auch einfach gezeigt hat, dass es mir persönlich sehr, sehr gut damit geht. Sport, beim Fitnessstudio habe ich mich auch angemeldet, habe das auch 2 Monate durchgezogen. Dann kam leider diese... Ich muss auch sagen, Livestream, ich denke, viele von euch schauen Tanzverbot auch, vielleicht nicht aktiv. Ich habe ihn auch immer mal wieder verfolgt. Und ich fand auch diese Videos, wo er da sich über eine Essensbestellung bei einem Restaurant beschwert, weil das Schnitzel wack schmeckt und die Pommes labbrig sind. Das habe ich gefeiert. So. Und manch andere Videos, da dachte ich nur so, oh mein Gott, okay, der ist schon lost, wo er so erzählt, so dass er sich... 2 Packungen Kinder-Country hinterhaut, nur damit der Hunger weg ist. Das hat man so geschaut als Belustigung. Aber so nach und nach hat man sich mehr mit Tanzverbot auseinandergesetzt. Und wo er jetzt so mit Madeira, Unge, so diese 180-Grad-Drehung gemacht hat, seitdem folge ich ihm auch auf Twitter und auf YouTube und interessiere mich auch wirklich viel mehr für seine Person, weil ich ihn jetzt einfach richtig interessant finde und sympathisch. So, der hat sich wirklich gemacht, der Junge. Bockt jetzt einfach seinen Stuff zu schauen, weil er jetzt in meinen Augen verstanden hat, dass sein Leben ein bisschen Struktur braucht. Das hat er sich auch jetzt erarbeitet. Das finde ich super. Und er möchte das weiterhin verbessern. Und das finde ich einfach interessant anzuschauen. Und ich glaube, so geht das vielen anderen auch. Und ja, ich drücke ihm die Daumen, dass er das weiterhin durchzieht. Der ist einfach ein ehrliches, sympathisches Kerlchen. Und mashallah, geht da irgendwann 3, 4, 5 Mal die Woche pumpen, Digga, und dann sieht er irgendwann aus wie Herkules. Grüße gehen raus. Dann kam diese Corona-Krise und alles hat geschlossen. Da werde ich mich jetzt auch bald wieder anmelden. Das mache ich auch sehr gerne. Allerdings suche ich auch niemanden, der fanatisch Sport macht. Um Gottes Willen. Das finde ich generell in irgendeine... Ich will nichts in eine fanatische Irgendwas-Richtung. Ich will nicht fanatisch links, rechts, hier vegan oder sowas. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Ja, aber ich will nicht dieses Extreme, dass man das überall schreiben muss. Wisst ihr, was ich meine? Das kann ich auch. Diese Extremen, das finde ich extrem unsympathisch. Also damit kann ich mich auch null identifizieren. Und ich habe... Ansonsten aber auch keine Vorstellung, wie meine
Traumfrau aussehen soll. So, ich weiß halt nur, dass ich schon eine Vorliebe für eher kleinere, schlankere Frauen habe, warum auch immer. Ich weiß, ich darf mir eigentlich sowas gar nicht anmaßen, so eine Forderung zu stellen, wenn man mich anguckt, aber ich stehe einfach auf zierliche Frauen, Haarfarbe. Ich will sowas gar nicht labern, so eine Klassifizierung, aber ich sag einfach ehrlich zu mir, was ich bin. Ich mag halt, mit dickeren Frauen kann ich halt nicht so viel anfangen. Das finde ich jetzt sexy. Das hätte man halt auch einfach rauslassen können, Digga. Ach, Dicke. Da ist er halt auch wieder in ein Fettnäpfchen getreten, Alter. Das war's kompletter Roni. Sexuell gesehen nicht attraktiv, so, oder generell finde ich das nicht attraktiv, hört sich böse an, aber da bin ich ganz ehrlich so, weil. Ist einfach so. Das hat sich in mir so entwickelt. Oh jo, Digga, ist in Ordnung, mach hier Krach, wie du willst. Jetzt fährt ihr auch noch so langsam vorbei und stört mein Video, ja? Habt ihr Glück, dass da nicht draufsteht, von wo ihr kommt? Und hätte ich die Firma jetzt zerstört? Interessiert mich. Ja, ich habe auch manchmal so eine interessante Art und Weise, wie gesagt, wenn du mich vielleicht gar nicht kennst. Bei anderen YouTubern hätte ich mich jetzt beschwert, so, oh, Digga, mach halt da kurz einen Cut, sag kurz, ah, hier kommt ein Auto, kurzer Cut. Und dann ist der vorbeigefahren, kurz zwei Schnitte, bub, bub. Aber bei Tanzverbot bin ich da einfach gar nicht böse, dass er es nicht macht. Dann setz dich gerne mit meinen YouTube-Videos auseinander. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich seit 2016, was eigentlich mein ganzes Leben umfasst, weil davor ist nichts Nennenswertes passiert in meinem Leben, habe ich eigentlich dokumentiert. Ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen Twitter-Account. Instagram und Twitter sind zwei sehr wichtige Profile, wo man vielleicht auch mein menschliches Ich gut einschätzen kann. So auf Twitter sieht man schon eher meinen Humor, so meine Art und Weise ist schon sehr gut. Auf Instagram sieht man halt viel, was ich in meinem Leben tue. Instagram-Stories mache ich täglich. Das muss nur dazu sein. So, YouTube ist für mich nur, nicht nur, ich lebe von YouTube und dem ganzen Zeug. Das ist für mich. Kleiner Retalk-Livestream. Gerne auch ihr, eure Meinung mal dazu sagen als Twitch-Zuschauer. Und ich glaube, viele von euch schauen auch YouTube, Twitter, Instagram. Ich finde, YouTube ist eine Plattform, ne? Tanzverbot steht hier vor seiner Cam und erzählt uns etwas. Nimmt das Video auf, lädt das hoch und kriegt dann erst über ein, zwei Tage versetzt das Feedback darauf. Ähnlich mit Instagram, du machst ein Bild, Feedback kommt. Stories tue ich gleich dazu was sagen. Twitter, du postest es was und die Leute, die deinen Tweet sehen, antworten darauf sofort. Klar auch auf YouTube, aber bei Twitter ist das irgendwie so bam. Ich tweete was. Und ich sehe direkt, okay, 30, 40 Kommentare mehr, wie das letzte Mal. Da weiß ich direkt, okay, da haben viele Ehrenbrüder was drauf geantwortet, weil sie das interessant fanden oder drauf geantwortet haben, weil das Thema halt sie anspricht. Und bei YouTube kommt es so nach und nach, Instagram auch und bei Twitter kommt es so bam. Und dann natürlich ganz oben mit dabei, einfach Twitch. Ich sage was als Streamer, ich frage was, ich unterhalte mich mit dem Chat, da kommt innerhalb von 3 bis 5 Sekunden kommt da die Antwort von hunderten Leuten. Klar, ein paar Losties sind dann immer mit 20 bis 30 Sekunden Delay am Start, aber das finde ich einfach an Twitch so unglaublich Hammer, so dieses Echtzeit-Feedback. So sich einfach mit wirklich, genau, ein wichtiger Punkt, wie gesagt, ich habe da mit jemandem drüber geschrieben. YouTube, er steht hier vor der Cam-Livestream, er steht hier vor der Cam, aber was ist er? Er ist allein. Er macht ein Bild für Instagram, Digga, er ist allein. Er tweetet was am Handy, Digga, er ist allein. Ich sitze hier gerade vor der Cam, schaue ein Video, hier links habe ich meinen Twitch-Chat. Jungs, Retalk, ich fühle mich nicht allein. Wir schauen es zusammen so, das ist so, als ob so, bei Twitch ist man nie allein. Auch wenn man am Zocken ist, Warzone, ich zock solo, ich zock nicht allein. Ihr seid am Start, ihr guckt zu, ihr zockt nebenbei mit, ihr unterhaltet euch mit mir. Wenn ich einen geilen Kill mache, sagt ihr, Alter, nice, ihr freut euch mit mir. Wenn ich faile, Digga, lachen wir zusammen. Wenn wir irgendwas Witziges im Chat lesen, beziehungsweise ich es vorlese, dann lachen wir auch zusammen. Man ist nicht allein. So, und wenn man mit seinen Homies zockt, auf Twitch zockt man auch immer mit seinen Homies, auch als größerer Streamer. Ich zock ja auch eigentlich Warzone nie allein. Zock ich immer mit meinen Jungs. Digga, ich zock nie allein. YouTube mache ich, YouTube-Aufnahme, also nicht Highlight-Video, sondern halt eine wirkliche YouTube-Aufnahme, Live-Commentary, nachkommentiert, wie auch immer. Da ist man allein in dem Moment, man ist allein.
Instagram-Bild machen, man macht sich fresh, guter Filter. Digga, du bist allein. Auf Twitch bist du nie allein. Du bist auf Twitch immer umgeben von korrekten Leuten. Und das liebe ich so an Twitch. Und deshalb habe ich mich die letzten Jahre immer mehr von so YouTube und so, ja, wegentwickelt, einfach zum durch und durch Twitch-Streamer. Ich liebe Twitch und ich werde Twitch weiterhin lieben und ich werde Twitch weiterhin durchziehen, weil es genau das ist, was ich fühle. Was ich einfach fühle. Einfach Twitch ist wirklich die perfekte Plattform für jemanden wie ich. Und ich liebe es so, wie es aktuell ist. Und an der Stelle möchte ich mich einfach bedanken, dass ihr am Start seid, Livestream. Ich werde gerade ein bisschen sentimental. Es ist wirklich ein Geschenk und ich habe euch dafür lieb und ich weiß es zu schätzen. Und ich versuche jeden von euch, Ehrenbrüdern und Schwestern, wenn ich kann, was zurückzugeben in Form von regelmäßigen Streams, Giveaways, ne? Und auch mal auf Instagram eine Nachricht, auch wenn es manchmal 3-4 Stunden dauert, die ganzen Nachrichten zu beantworten. Ich versuche was zurückzugeben, so gut ich kann. Und ich finde es einfach Hammer. Ich liebe Twitch. Und Twitch ist genau das, was ich wirklich so über die letzten Jahre vermisst habe. Ich habe immer hier und da sporadisch gestreamt, aber da war der Vibe noch nicht so da. Ihr wisst es ja, viele von euch verfolgen mich schon lange. Ich war so hier und da mal sporadisch am Start, dann wieder Comeback hier, Comeback da, 2-3 Monate gestreamt, dann wieder inaktiv as fuck. Digga, jetzt ziehe ich ein Dreivierteljahr da durch und jetzt habe ich einfach das Gefühl, ja, das klingt jetzt wieder so, ich will jetzt hier nicht einen auf Bibi machen oder so, oh, wir sind alle eine Familie oder so. Aber einfach, ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt eine Crew so. Wir sind so eine Community geworden. Dadurch, dass ich halt regelmäßig Twitch bin. Ich habe so viele Leute von euch im Chat, die kenne ich einfach beim Namen. Die sind immer am Start. Die sind immer gut drauf. Die gönnen sich immer die Unterhaltung am Abend. Ich weiß, wenn ich sage, hier Samstag 12-Stunden-Stream, weiß ich schon, die üblichen Verdächtigen werden wieder reinschauen. Die freuen sich schon auf den 12-Stunden-Stream. Die kaufen sich Chips ein, Digga. Naschzeug. Level Up wird schon kalt gesteckt. Die suchten richtig rein am Wochenende. Ich bin nie allein, will ich damit sagen, Livestream. Ich bin nie allein durch Twitch. Deshalb ist einfach Twitch für mich mit Abstand die geilste Plattform. Auch für dieses Echtzeit-Feedback und es ist wirklich ein Geschenk. Einfach wirklich, Kuss geht raus dafür an euch, Livestream. Und ich mache ja noch kein Instagram mit Stories und so. Ich glaube, Stories sind auch noch ganz geil, wenn man in den Stories etwas fragt. Ne, da kriegt man ja auch richtig schnell Antworten. Die Leute antworten auch mit einer Story, beantworten die Fragen. Ich glaube, das ist auch noch ganz geil. Aber eigentlich, gerade auch wie viele Creator, gar kein Angriff, ne? Das ist halt einfach dieser Stil auf Instagram. Aber wie viele Creator ihr Instagram machen, ne? Man sieht sie nur von der besten Seite, immer perfektes Licht, und perfekter Filter, perfekte Haare, perfekte Klamotten, alles perfekt. Und man kriegt gar nicht was mit von ihren Problemen, von ihren Sorgen, von ihren Ideen oder so. Klar, da schreiben manche Leute, jetzt mal Retalk, da schreiben manche Leute, schreiben so eine kleine Nachricht dazu, was sie gerade so bewegt beim Bild. Digga, wer liest das durch, Digga? Man schaut das Bild an, denkt sich, ja, mashallah, die Hübsche. Man liest es doch nicht durch, was sie da reinschreibt. Klar, vielleicht die Hardcore-Fans, aber Digga, Instagram, schaue ich mir die Bilder an und lese mir nicht irgendeine Frage durch und kommentiere darauf. Meine Meinung. Ne? Klar machen das manche, aber das ist so, Instagram ist wirklich das, was so am weitesten davon entfernt ist, so wirklich persönlich zu sein zwischen Creator und Community. Und Twitch ist da einfach das absolute Gegenteil, weil halt live und diese absolute Fan-Nähe. Und absolut richtig baut sie, hatte ich jetzt vergessen. Und Instagram ist auch dadurch mit perfekten Filtern und perfekten, ja, ihr wisst schon, sehr oberflächlich auch, ne? Instagram sind halt schöne Bilder, Stories, richtig geile Sache, mache ich ja aktuell noch nicht, habe ich aber vor und ja, Twitch ist einfach Liebe. Für mich nicht nur ein Job, sondern ich lebe das auch. Damit muss man natürlich auch klarkommen, wenn man mit mir... Und ich erlebe aktuell absolut Twitch, ich glaube, das merkt man auch, oder, lieber Chat? Ich liebe Twitch und ich lebe Twitch. Beste fucking Leben, ich sag's euch, wie ich hier eine Bindung eingehen möchte, dass ich Instagram, YouTube und dieses ganze Zeug lebe. Also ich gucke jeden Tag mehrere Stunden YouTube. Ich setze mich immer mit dem ganzen Zeug auseinander, weil ich als YouTuber einfach immer auf dem neuesten Stand sein will. Ich will alles wissen, was passiert. Wenn der Beef mit dem Beef haben will, dann will ich darüber sprechen können, weil ich es gesehen habe. Und ich poste auch viele Instagram. Okay, so bin ich nicht. Ich krieg's dann immer mit. Wir müssen auch gleich uns mal ein bisschen beschäftigen mit diesem Kuchen-TV und Andy the Duck. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen oder vielleicht ist es auch uninteressant, aber ja. Twitch größer YouTube. Linus, ich würde halt sogar sagen, Twitch
größer alles, ne? In meinen Augen. Und ich glaube, Livestream, auch nochmal ein kleiner Retalk, ich glaube auch, dass immer mehr Leute oder halt auch große Creator verstehen, Instagram, YouTube, alles schön und gut, das bockt, das macht Spaß, da hat man auch seine Fans, aber Twitch ist einfach der Real Shit. Oder warum glaubt ihr, streamen aktuell auch andere große Creator? Die streamen noch nicht seit langem. Ne? Ich bin ja jahrelang schon auf Twitch dabei. Aber jetzt auch ein InScope oder ein Unsympathisch TV, ne? Grüße gehen raus an die beiden Ehrenbrüder, die sind auch noch nicht so krass lange aktiv auf Twitch am Start. Und jetzt ziehen die auch so heftig durch. Auch einen Sascha, freue ich mich, die haben Twitch für sich entdeckt. Ne? Die haben das vielleicht mal ausprobiert, haben so gehört, Twitch ist ganz geil und so. Die haben es ausprobiert und dann haben die einfach diese Liebe, die auf Twitch am Start ist, einfach bekommen. Und die dachten sich, wow, das ist einfach nochmal eine andere Liga wie Instagram, Twitter, Twitch, Instagram, Twitter, YouTube. Und deshalb ziehen die auch weiter durch, weil einfach Twitch Baba ist, Digga. Wisst ihr? Und das freut mich. Und ich habe das auch in einem der letzten Streams gesagt. Aktuell die heftigste Plattform, die heiß begehrteste Plattform overall ist einfach Twitch, Jungs. Einfach Twitch ist der Shit und Twitch wird, so wahr ich hier sitze, in den nächsten Jahren noch so explodieren, weil jetzt erst viele große Creator verstanden haben, wie geil Twitch ist. Die kommen auf Twitch, dadurch beschäftigen sich auch ihre Zuschauer, ihre Fans, ihre Community beschäftigen sich mit Twitch. Und Twitch wächst und wächst und wächst. Und Twitch ist noch lange nicht da, wo es in meinen Augen hingehört. Und zwar ganz, ganz, ganz oben, Digga. Ganz oben, Digga. Twitch overall, Mann. So ein Ding ist das. Instagram-Stories natürlich nicht so zwanghaft. So, oh mein Gott, wir gehen essen. Ich muss das unbedingt zeigen. Oh, zeig mal bitte deine Frauenhand. Ich will, dass jeder sieht, dass ich gerade mit einer Frau unterwegs bin. So nicht. Um Gottes Willen. Nein. Aber Man sollte schon klar sein, dass YouTube auch mein Leben natürlich so ein bisschen mitbestimmt, weil es halt auch einfach immerhin noch ein Hobby ist, was sich komplett in mein Leben integriert hat. Der ist doch nicht dein Hobby, ist deine Selbstständigkeit, oder? Ja, was gibt's ansonsten noch zu sagen? Das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles. Ich kann schon ein sehr anstrengender Mensch sein, aber ich glaube, da nehme ich mir von vielen Leuten nichts. So, ich denke, ja, ein Punkt ist leider bei mir noch so eine Art Misophonie. Also ich bin sehr geräuscheempfindlich. Und wenn man sich dann später kennenlernt, kann ich schon das ein oder andere Mal dazu kommen, dass ich jemanden anmecker. Das ist jetzt macht die ganze Situation jetzt wahrscheinlich nicht gerade beliebter. Ich bin jetzt nicht so auf Zwang. Wenn jemand Geräusche macht, natürlich, wenn man sich ein bisschen länger kennt, wenn man jetzt ein halbes Jahr oder so zusammen ist, dann traue ich mich schon mal eher, das Maul aufzumachen. Aber das ist leider so ein Punkt in mir. So, ich bin sehr geräuscheempfindlich. Ich habe auch ein ziemlich gutes Gehör. Also ich höre wirklich viele Dinge, die andere gar nicht wahrnehmen, warum auch immer das so bei mir ist, obwohl ich mein Leben lang eigentlich nur laute Musik gehört habe. Eigentlich müsste ich voll gehörgeschädigt sein und die ganze Zeit rumschreien, weil ich nichts mehr verstehe, aber... Was soll ich damit sagen will, lieber Livestream-Chat an die Ladies? Wenn er auf dem Sofa chillt und ihr seid paar Meter entfernt in der Küche, könnt ihr auch nicht ganz leise einen rauszischen lassen. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, weil er wird das hören, weil er hat extrem gute Ohren. Deshalb, Achtung, Obacht. Ja, so ist das leider. Ansonsten gibt es zu mir mehr nicht zu sagen. So, Autofahren bestimmt mein Leben. Ich liebe Autofahren. Ich liebe diesen Freiheitsgedanken, einfach immer da sein zu können, wo ich möchte. Ich schlafe auch im Auto ab und zu. Also ich nehme mir auch mal ein Hotel, aber meistens schlafe ich im Auto. Ein Hotel nehme ich mir auch nur deswegen, weil ich gerne dusche. Also ich bin auch ein gepflegter Mensch. So, da gab es auch mal andere Zeiten, aber ich lege sehr viel Wert auf Pflege. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das war eigentlich so mein Ich gewesen. So, ich habe halt auch eine traurige Vergangenheit einfach, weil ich sehr viel gemobbt wurde in meiner Vergangenheit. Konnte mich jetzt aber durch dieses YouTube-Ding und sowas zu einem besseren Menschen entwickeln, der halt nicht so diese Ausstrahlung eines Gemobbten hat. Ja, mehr gibt es eigentlich zu mir nicht zu sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich irgendwer auf Instagram meldet. So, YouTube-Kommentare ist sehr unpersönlich. Also einfach, wenn man irgendwie die Möglichkeit ergreift, mir entweder auf Twitter zu schreiben oder auf Instagram zu schreiben, mir einfach eine Mail schreibt. Wenn irgendwer mit mir sympathisiert oder denkt, das könnte irgendwie cool sein, mit meinem Verhalten irgendwie zusammen zu sein oder mit mir zusammen zu sein, dann würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen. Ja, ich glaube, direkt zusammen zu sein, da sollte man sagen, wer mich interessant findet, von dem Video so mäßig, kann mir ja mal schreiben und man kann sich besser kennenlernen, so direkt zusammen sein. Man sollte ja nicht miteinander schreiben,
Direkt mit dem Ziel, Alter, man muss zusammenkommen. Bruder, da muss man sich doch Zeit lassen. Das kann. Ich glaube, Regina hat es irgendwann in einem ihrer letzten Streams gesagt. Man kann da sich so viel Zeit lassen. Ne? Man kann sich ja schon treffen und auch eine schöne Zeit haben. Man muss ja nicht darauf direkt hinarbeiten, aber einfach regelmäßige Treffen, regelmäßiger Kontakt über Wochen, vielleicht sogar Monate, ist einfach in meinen Augen Pflicht, wenn es was Ernstes werden soll. Ich habe mich mit Leia fast 4 Monate regelmäßig getroffen und davor haben wir 1,5 Jahre oder so richtig intensiv geschrieben, mal mehr, mal weniger. Aber wir kannten uns schon lange über Freunde, über Schreiben und so. Und ja, fast 4 Monate regelmäßig getroffen, bis wir endlich zusammengekommen sind. Ja, deshalb. So gehört sich das auch so, Digga. So Kindergartenbeziehungen, man trifft sich, man chattet so ein bisschen in der Woche, dann trifft man sich mal spontan, hat so 1-2 Dates, versteht sich so einigermaßen gut und dann kommt man direkt zusammen. Das ist Kindergarten in meinen Augen. Ich bin ein erwachsener Mann, Digga. Wenn ich zu einer Frau sagen möchte, ich liebe dich und ich bin mit dir zusammen, Digga, da muss einiges an Zeit ins Land gehen und da muss man halt auch schon so 1-2 Monate Kontakt haben, damit man auch mal die andere Seite kennenlernt, weil ein paar Wochen lang kann sich jeder von seiner besten Seite präsentieren, aber jeder Mensch steht mal mit dem falschen Fuß auf oder hat mal einen schlechten Tag und auch diese Seite möchte man ja kennenlernen von seinem zukünftigen Partner und dann auch gucken, wie man damit umgeht. Wenn man das erste Mal Meinungsverschieden hat, der erste Streit, bla bla, redet man dann miteinander, ignoriert man sich, tut sich das hochschaukeln, bla bla, das ist alles so Sachen, die sollte man am besten vorher wissen, bevor man sagt, wir sind zusammen. Sonst kommt es dazu, ne? Grüße gehen raus an die ganzen 14- und 15-jährigen Hipster da draußen, dass man eine Beziehung hat, nach einer Woche, Digga, hat man den ersten Streit, ja, und dann ist man auf einmal wieder Single. Bruder, da lache ich mich tot über sowas, Digga. Ich hatte in meinem Leben 3 Beziehungen und die 3 Beziehungen waren echte Beziehungen und keine Clownsnasen-Kindergartenbeziehungen, Digga. Wirklich. Wer nach einer Woche Daten zusammenkommt, Bruder, der wacht am nächsten Tag mit einer Clownsnase auf. In meinen Augen. Und der hat dann halt auch irgendwann mit 23, 24, wenn er dann im Gespräch ist mit einer netten Dame und die fragt so, hey, wie viele Beziehungen hast denn du? Dann muss er lügen, Digga. Er sagt so 2, 3. Digga, er hatte einfach schon 10 Beziehungen. Ja, Digga, das waren keine richtigen Beziehungen. Willst du mich ficken oder was? War auch nicht überlegt, ist jetzt spontan aufgenommen. Und ja. Hat mir gefallen. Zu sagen, ich bedanke mich. Das Video. Vielen Dank, dass ihr euch dieses komische Video bis zu diesem Punkt angeguckt habt und bitte, bitte. Vielleicht bis bald. Double Peace. Vielleicht bis bald. Ah, der Schlingel, Digga. Da gibt's erstmal ein Like auf die Double Peace Glatze Kappi. Schön, dass du bereit bist für eine Beziehung, aber merk dir eins, das Einzige, was dich nie verletzen wird, ist deine Hand. Die rechte Hand. Oh, hier schreibt eine Dame. Black Saphira. Hey Kilian, passt bloß auf, dass du jetzt nicht auf eine reinfällst, die einfach nur deinen Fame nutzen will und dich dann fallen lässt, wenn sie selbst genug Follower gesammelt hat. Das wäre das Letzte, was du verdient hättest. Ich schätze ihn so ein, dass er auf so eine nicht reinfallen würde, Digga. Bro, du erzwingst das dir zu sehr. Scheiß doch drauf, lass es auf dich zukommen. Erzwingen bringt nichts, da wirst du unglücklicher wie davor. Ja, ich denke jetzt auch so, nach 3 Wochen Single sein, so ein Video machen und quasi sagen so, hey, mäßig, Ladies, schreibt mir, vielleicht ein Ticken zu früh, ne? Ich stimme den Kommentar schon zu, weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht habt ihr das Video gerade mitgeschaut. Vielleicht sucht er jetzt zu sehr nach einer Freundin. Und auch aus meiner Erfahrung ist es so, gerade dann, wenn du eigentlich keine feste Beziehung suchst, also mein Erachtens ist das weggeschoben. Kommt dann eine wirklich wundervolle Frau und ja, dann ist es egal, wie gut's mit den Ladies auf lockerer Basis läuft oder ob du gerade keine Beziehung willst. Wenn's passt, dann passt es und dann kommt man auch zusammen. So. Ja. Wenn man gerade auf Krampf eine sucht, dann kommt's meistens nicht dazu, dass man eine vernünftige findet.